Guten Abend aus Berlin. Willkommen zur Phoenix-Runde. Da war einmal ein Europawahlkampf mit Spitzenkandidaten namens Juncker und Schulz. Und Wählern, die trotz des Buhmann-Images von Brüssel und Co. ihre Stimme abgegeben haben. Und jetzt? Was haben sie jetzt davon? Chaos. Machtkampf der EU-Institutionen, Machtkampf der europäischen Staats- und Regierungschefs. Denn auch immer ist man sich nicht einig, wer denn nun am Ende EU-Kommissionspräsident werden soll. Dabei dachten die meisten normalen Europäer eben, derjenige, der die Wahl gewinnt, in diesem Fall Jean-Claude Juncker. Fast 2,5 Wochen ist die Europawahl jetzt her und gestritten wird immer noch. Und es geht um die spannende Frage. Gezerre um Juncker, Betrug am Wähler? Das ist unser Thema heute und hier sind meine Gäste. Der CDU- und Europapolitiker Elmar Brok. Er sitzt im Europäischen Parlament, er will Juncker. Ob sein Wille realistisch ist, das hören wir gleich. Guten Abend. Guten Abend. Ulrike Gero, sie ist überzeugte Europäerin. Wie sie das Gezerre um den Kommissionspräsidenten sieht, dazu gleich mehr von ihr. Guten Abend. Guten Abend. Sven Giegold, Abgeordneter von Bündnis 90 Die Grünen im Europaparlament. Er könnte sich grundsätzlich auch einen anderen Kandidaten als Juncker vorstellen. Welchen, das hören wir vielleicht gleich. Guten Abend. Wir gucken so überrascht. Ja, ich bin ein bisschen überrascht, aber das kann ich ja gleich noch erklären. Das finde ich gut. Und Tony Patterson, Deutschland-Korrespondent des britischen Independent. Er findet Juncker eher schwierig. Was die Briten überhaupt noch von Europa halten, das erzählt er uns gleich. Guten Abend auch an Sie. Guten Abend. Das möchte ich doch gleich aufklären, Herr Giegold. Warum der skeptische Blick? Können Sie sich doch Juncker vorstellen nur? Nein, ich kann. Es ist völlig klar, es muss einer der Spitzenkandidaten sein. Die sind den Bürgerinnen und Bürgern zur Wahl gestellt worden. Aber es geht nicht darum, ob jetzt die S&D, also die Sozialisten oder die Konservativ-Christdemokraten ein paar Stimmen mehr oder weniger haben. Die Frage ist, wer eine Mehrheit im Europäischen Parlament hat und wer den Vorschlag von den Mitgliedsländern bekommt. Und da hat Herr Juncker jetzt den ersten Zug, weil die konservative Fraktion, christdemokratische Fraktion ist die größte. Aber er ist nicht der einzige Spitzenkandidat. Ja, Frau Giro, das hört sich relativ logisch an. Viele dachten auch, dass es so kommen wird. Es gab eben zwei Spitzenkandidaten, Martin Schulz und Jean-Claude Juncker. Und da haben viele gedacht, wenn ich jetzt meine Stimme dem oder dem gebe und der gewinnt, hat der die Chance, Kommissionspräsident zu werden. Sie lieben ja nun Europa, Sie stehen dahinter, Sie haben auch gewählt, vermute ich. Ja, natürlich. Denken Sie sich mittlerweile, wozu habe ich eigentlich meine Stimme abgegeben? Naja, also das Gezerre ist tatsächlich eine sehr interessante Debatte, wollen wir es mal so nehmen. Ja, also sie zeigt natürlich, dass zweierlei nicht mehr möglich ist. Also es war nicht möglich, dass Herr Juncker jetzt einfach mal in der Logik, die Herr Giegold eben aufgeführt hat, jetzt sozusagen ganz selbstständig oder automatisch zum Kommissionspräsidenten wird. Aber es zeigt auf der anderen Seite, dass Frau Merkel eben auch große Mühen hat, oder Frau Merkel, der Europäische Rat, muss man sagen, in dem Frau Merkel eben relativ dominant ist, dass der Europäische Rat eben auch nicht einfach an dieser Wahl vorbeigehen kann. Und das diskutieren wir hier in dieser Sendung, das diskutieren wir seit 2 Wochen in den verschiedenen Zeitungen. Man muss sagen, es ist ein deutscheres Thema als in vielen anderen Ländern. Das ist sicherlich auch ein großes Thema in Österreich, in den Niederlanden, also auch so ein bisschen in den angrenzenden Ländern. Es ist natürlich ein bisschen weniger relevant in Polen zum Beispiel oder in Spanien, wo auch schon im Wahlkampf diese Spitzenkandidatursgeschichte nicht ganz so griffig war. Wir hatten natürlich auch den Vorteil, dass wir zwei deutschsprachige Kandidaten hatten. Ja, also Herr Juncker spricht Deutsch, Herr Martin Schulz ist Deutscher. Das heißt, wir haben daraus so ein bisschen, ich will nicht sagen einen Film gemacht, aber für uns war das sehr griffig, was es für andere Staaten in der Form nicht war. Sind Sie denn als Wählerin enttäuscht? Als Wählerin, ja, noch wissen wir es nicht. Ja, vielleicht, wir müssen ja abwarten, ob es Herr Juncker jetzt nun wird oder ob dann eben ein anderer Kandidat die Gelegenheit zur Mehrheitsbildung im Europäischen Parlament bekommt. Da bin ich ganz bei Herrn Giegold. Ja, also einer der Spitzenkandidaten der 4 sollte es auf jeden Fall werden. Insofern kann ich noch nicht sagen, ob ich enttäuscht bin. Was ich feststelle ist, nehmen, was wir gesagt haben, nämlich die Politisierung, die Demokratisierung der Europäischen Union. Wenn wir das jetzt, das sind Themen, die haben wir nicht zum ersten Mal auf dem Tisch, die haben wir seit dem Verfassungskonvent auf dem Tisch, transnationale Listen und so weiter. Wir haben uns diesmal wirklich Mühe gegeben, wir hatten die Fernsehduelle. Wenn wir es jetzt vergeigen, dann haben wir schon ein bisschen die Bürger desillusioniert. Das würde ich schon sagen, dass wir dann Versprechen nicht eingelöst haben, dass die nächste Europäische Union demokratischer ist und institutionell anders aufgestellt. Herr Brok, Sie sind ja langjähriger Europapolitiker, sitzen im EU-Parlament, sind da mit Herzblut dabei und haben Sie jetzt irgendwie das Gefühl, das schadet uns allen unglaublich? Wie gehen Sie damit um? Ich gehe relativ gelassen damit um. Es ist 2,5 Wochen nach der Wahl. In Deutschland haben wir 3 Monate gebraucht, bis die Bundesregierung stand. Ich glaube, wenn wir 6 Wochen dafür brauchen, geht die Welt auch nicht unter. Und Herr Giegold hat ja recht, wir müssen ja über das Programm reden, wir müssen eine Mehrheit haben.
wo ist ein Stück gemeinsame Basis, nicht so tiefgreifend in Detail wie bei Koalitionsverträgen, aber es muss eine bestimmte Übereinstimmung geben. Deswegen finde ich es auch gut, dass Cameron sich jetzt endlich in Schweden bei dem Gespräch mit den drei anderen darauf eingelassen hat, über Inhalte zu reden. Es gab gestern das Gespräch, eben der britische Premier war dabei, der schwedische, ja. Merkel war dabei, Rutte aus den Niederlanden. Ja. Also sodass es ein wichtiger Schritt ist und dass wir da inhaltliche Basis finden. Es sind mehrere Ämter zu verteilen, wie auch bei einer Bildung einer Bundesregierung. Das sieht dann etwas anders aus, aber es geht um den hohen Beauftragten, den europäischen Außenminister, den Präsidenten des Europäischen Rates. Dahinter steht auch noch die Position des Chefs der Eurogruppe. Ich würde sagen, das wird alles noch eine interessante Debatte auch über die Inhalte sein, aber ich glaube, Tag für Tag mehr ist Juncker gesetzt. Und die Haltung von Cameron führt dazu, und das ist auch mein Eindruck im Europäischen Parlament, dass man aus den Wirkungen den Wähler nicht betrügen zu dürfen. Mhm. Man jetzt fest dahinter rund Juncker steht, als wenn Cameron sich anders verhalten hat. Cameron stabilisiert Juncker. Mhm. Aber ganz ehrlich, das hört sich jetzt gerade so völlig entspannt an. Wie sehr und wie stark wird da an den Strippen gezogen? Wie ist da die Stimmung gerade an Ihrem Arbeitsplatz? Sie ist schon sehr nervös. Keiner weiß genau, was herauskommt. Wir haben eine Mehrheit für Juncker, weil jetzt findet der Versuch statt, einen Konsens zu bilden. Aber es ist ja schon vor 20 Jahren, hat ja John Major den damaligen Kandidaten der Hane abgelehnt. Und dann hat man im Vertrag von Nizza vor 15 Jahren das verändert, indem jetzt eine Mehrheitsentscheidung möglich ist im Europäischen Rat. Cameron hat keine Blockade. Und auch Reinfeldt, Rutte und Cameron zusammen haben keine qualifizierte Blockade-Minderheit, sodass sich das auflösen kann. Der Versuch ist jetzt, dass man eine Brücke baut über inhaltliche Art, über andere Positionen und so weiter, den Weg zu gehen. Aber auch da muss man natürlich aufpassen. Man kann nicht nur auf Cameron zugehen. Da steht Mr. Renzi, Signor Renzi da in Italien, der vor Kraft zurzeit nicht laufen kann, ein unglaubliches Wahlergebnis gehabt hat, dann natürlich auch seine Vorstellung realisiert haben möchte. Im Europäischen Parlament müssen wir Übereinstimmungen finden, um eine Mehrheit zu garantieren. Deswegen wird das auch inhaltlich noch ein Stück Arbeit, bis das steht. Und ich hoffe, dass wir das vor der Sommerpause hinbekommen. Wie inhaltlich wird denn in Großbritannien diskutiert? Oder sagen da die Bürger vor allem, eigentlich interessiert uns das alles nicht so richtig, wir wollen es aber nicht? Das würde ich nicht sagen. Ich sage nur, dass also diese Spitzenkandidat-Debatte ist in England, in Großbritannien fast gar nicht wahrgenommen worden. Mhm. Das Thema hat sich fokussiert auf Juncker oder nicht. Und wir haben jetzt eine Situation in Großbritannien, wo alle Parteien hinter Cameron stehen wollen, haben Juncker abgelehnt. Das zeigt eigentlich die Stimmung dort. Und ich denke, also mit den Ergebnissen der europäischen Wahlen, wie diese extreme Parteien am Zulauf gewonnen haben. Gerade auch in Großbritannien. Auch in Großbritannien, auch in Frankreich. Ja. Das ist sehr besorgniserregend. Und man kann nicht behaupten, dass diese Wahlen ein Erfolg waren. Besonders nicht ein Erfolg für Kandidaten, die seit Jahren dort sind, im Bilde sind, im europäischen Geschäft. Man braucht jemand Neues. Mhm. Und das ist das Gefühl. Ist er Ihnen zu sehr altes Gesicht? Ja, für die meisten Engländer, so ist er zumindest verkauft worden in England, ist der Jacques Delors den Zweiten. Also der Mann, der einen Vereinigten Staaten von Europa haben möchte. Er will diese Gedanke fortsetzen. Und für viele Briten ist das absolut inakzeptabel. Mhm. Jetzt werden natürlich viele Gerüchte, so funktioniert Politik auch oft, gestreut, was Juncker angeht. Einer war, er würde möglicherweise wegen gesundheitlicher Gründe zurückziehen. Das hat er selbst dementiert. Herr Brok, Sie kennen Juncker, sehen ihn immer wieder, kennen ihn persönlich. Wie geht's ihm? Wie würden Sie das ihm einschätzen? Ihm geht's glänzend. Ihm macht das gerade zu Freude. Diese Angriffe stabilisieren ihn. Mhm. Er ist sich inzwischen bewusst, dass es dann nicht mehr um ihn geht, sondern darum, ob dieses Europa ein demokratisches Gesicht bekommt. Das ist eine Grundsatzfrage. Wenn hier das Parlament oder der Wählerwille verlieren, wird uns das um 10 Jahre zurückwerfen. Wir brauchen dann über die nächste Europawahl nicht uns zu unterhalten. Und er hat inzwischen begriffen, dass dies jetzt seine Rolle ist, dass dieses vernünftig durchgesetzt werden kann. Und ich finde, das wird klar sein. Man wird sich an ihm die Zähne ausbeißen. Und diese infamen Vorstellungen, die da kommen, dass da irgendwann mal jemand in der Nazizeit in Luxemburg in der Familie seiner Frau da Äußerungen gemacht haben soll, dass das als Grundlage gemacht wird und solche Geschichten, das ist unerträglich. Unerträglich, was da aus Großbritannien im Wesentlichen kommt. Und das ist nicht hinnehmbar. Wo kommt das nur aus Großbritannien? Fast ausschließlich. Also, Sie kennen Herrn Juncker auch. Ich kenne Herrn Juncker auch. Ich hatte
viele Diskussionen mit ihm über Steueroasen und Steuerpolitik und bin da sehr grundsätzlich anderer Meinung als er. Wir brauchen eine gemeinsame europäische Steuerpolitik und darüber muss viel gestritten. Gleichzeitig ist er ein respektabler Europäer und, was viel wichtiger ist, er hat vertritt jetzt an der Spitze die stärkste Partei. Und damit hat er jetzt erstmal den ersten Zug. Es stimmt, dass nicht in allen Ländern diese Spitzenkandidaturen wirklich stattgefunden haben. Leider sind die Spitzenkandidaten nicht überall plakatiert worden. In manchen Ländern sind sie auch nicht mal präsentiert worden. In Großbritannien zum Beispiel auch Herr Schulz nicht, der ja von der Labour-Partei regelrecht abgelehnt wurde. Umgekehrt gibt es Länder, wo Herr Juncker nicht so erwünscht war. Das ist leider jetzt imperfekt, aber trotzdem in den meisten Staaten ist eben klar gewesen, es gibt diese Alternative. Und das nicht durchzuziehen. Es gibt aber eine Möglichkeit eines faulen Kompromisses und der zeichnet sich leider in Schweden ab. Der faule Kompromiss ist am Ende... Das Treffen, das Herr Brok eben ansprach. Genau, dieses Treffen und am Ende wird dann vielleicht Juncker akzeptiert, Cameron wird womöglich überstimmt, aber dafür gibt es eine Agenda, die sehr einseitig ist und die sich dort, wenn man die Pressekonferenz gehört hat, einseitig nur an Wettbewerbsfähigkeit, da war nicht mehr die Rede von mehr Demokratie in Europa, da war nicht mehr die Rede von mehr sozialem Ausgleich und wir haben eben die Notwendigkeit, Europa als Ganzes zusammenzuhalten und das habe ich alles von Frau Merkel auf dieser Pressekonferenz nicht gehört und das wäre ein fauler bleiben, um auch besser zu verstehen, über wen wir eigentlich genau sprechen. Er ist eben einer, der schon lange in diesem europäischen Geschäft ist, der in Luxemburg jahrelang kaum wegdenkbar da als Premier. Sie kennen ihn auch. Glauben Sie denn wirklich, dass er dieses Gezerre aushalten kann? Auch wenn er sicherlich in der Lage sein möchte, das von sich abzuhalten. Es geht auch um diese Person. Also ich teile das, was Herr Brok gesagt hat. Ich glaube, dass er inzwischen weiß, dass es hier nicht mehr um ihn geht. Ich finde dieses Streuen von Gerüchten genauso unerträglich. Das ist eine Methode, Politik zu machen, die Macht vergilt vielen Leuten, die Lust auf jegliches politisches Engagement. Deshalb ehrlich gesagt, dass wir das jetzt hier auch wieder diskutieren. Gut. Ja, zentral ist aber, dass in der Tat viele Menschen immer wieder gesehen haben, es gibt jetzt eine Wahlentscheidung an der Spitze der Kommission. Dieses Vorurteil, das sind nur ungewählte Bürokraten, das kann hiermit gebrochen werden. Die Kommission hat dann eine Spitze, die demokratisch letztlich verantwortlich ist. Das jetzt nicht einzulösen, und das weiß Herr Juncker auch, der darf sich auf keinen Fall jetzt zurückziehen, sondern er muss diesen Europäisierungsschritt jetzt auch tragen. Und er hat auch die Unterstützung der Pro-Europäer in dieser Hinsicht verdient. Wir wissen doch, dass diese Gerüchte, er will sich zurückziehen und so weiter, aus den Hinterzimmern der Staatskanzleien kommen. Die haben früher mit dem Telefon die Politik Europas bestimmt. Der Chef wird. Über das Parlament. Aber entscheidend ist, dass der Wähler zu tun hat mit der Besetzung des Exekutivposten. Das Parlament ist dann nur als Mittler dazwischen. Und das ärgert diese Leute. Das verändert natürlich auch Balancen. Man kann nicht mehr als Mitarbeiter in Staatskanzleien demnächst Staatspolitik allein betreiben in Europa, sondern man muss auf den Wähler hören. Mhm. Und ich halte das für wichtig, sowohl gegenüber dem Rat als noch mehr gegen der Kommission, dass wir die Unsensibilität der Kommission gegenüber der Bevölkerung in den Griff bekommen, indem wir dort Chefs installieren über Wahl und die dadurch eine Veränderung der Atmosphäre in der Kommission hinbekommen, damit dieses nicht dieser unsensible Verein ist, der keine Reaktion zeigt auf das, was die Bevölkerung macht. Also den Regierungs- und Staatschefs und natürlich ja, dem Parlament, dem EU-Parlament und auch der Kommission. Wie ist das vermittelbar? Naja, also da geht es einfach, ich stimme da erstmal Herrn Gegold und Herrn Brok wirklich völlig zu. Es geht um den ganz zentralen Begriff der europäischen Demokratie. Mhm. Ja, dieser Begriff hat diesen Wahlkampf konturiert, weil wir in diesem Wahlkampf auch immer de facto diese Technokratie, Brüsseler Bürokratie versus Populismus ja, abgrenzen mussten. Marine Le Pen will das, AfD und so weiter. Insofern ist europäische Demokratie das, was wir jetzt einlösen müssen. Da bin ich ganz bei Herrn Gegold und ganz bei Herrn Brok. Und das nicht einzulösen wäre in der Tat, insofern geht es tatsächlich, wenn Sie fragen, worum geht es? Es geht tatsächlich um den Bürger als Souverän Europas. Mhm. Ja? Und das ist ein ganz wichtiger Begriff, dass der Bürger Souverän Europas ist, heißt auch, der Bürger ist Souverän des europäischen Projektes und der Bürger ist souverän und bestimmt den Staatschef oder Regierungschef. Will der Europäer, der Bürger das denn tatsächlich? Naja, also da muss man jetzt auch nochmal einen Schritt zurückgehen. Mhm. Das war der
der erste Wahlkampf, in dem uns das gelungen ist. Mhm. Ja, das ist schon klar, dass in jedem Anfang auch Fehler liegen. Ja, und ein dreijähriges Kind kann noch nicht laufen, welche Vergleiche Sie auch immer bemühen wollen. Aber das war der erste Testlauf. Und es war das erste Mal, dass wir Fernsehduelle hatten. Es war das erste Mal, dass wir das versucht haben. Ich finde dafür, dass es das erste Mal war mit 28 Ländern, ist es wirklich richtig gut gegangen. Dass nicht alles perfekt ist, dass es nicht in allen Ländern gleichzeitig so sich abgespielt hat, dass die Briten da natürlich mit ihrer, Herr Watson wird uns da noch was zu sagen, aber eine andere Diskussion zu haben, das ist auch schon klar. Aber Ihre Rolle schon völlig festgelegt. Das ist wichtig hier. Ja, es ist natürlich auch wichtig zu erkennen, dass wir tatsächlich, und ich will das gar nicht bewerten, sondern möglichst wertfrei sagen, aber wir haben natürlich auch eine Eurozonendynamik in dieser Demokratisierungsdebatte, die im Moment aus der Notwendigkeit heraus eine andere ist. Es ist völlig klar, dass die Länder, die im Euro sind, einen anderen demokratischen und auch sozialen Gerechtigkeitsbedarf innerhalb der Eurozone haben als die Länder drumherum. Ich meine das nicht ausschließend, um das ganz klarzustellen. Ja? Aber wir haben dadurch auch eine andere Dynamik, wenn es darum geht, politisieren wir, demokratisieren wir. Und dass die Briten nicht im Euro sind, erklärt wahrscheinlich auch, dass sie diese Debatte nur sehr am Rande verfolgt haben. Wie erklärt sich die Debatte? Die Debatte in Großbritannien ist eigentlich auf Claude Juncker reduziert. Also ob der EU bleiben soll, das ist das Problem. David Cameron hat die Flucht nach vorn ergriffen. Er will also diese Volksabstimmung 2017 einführen, wo die Briten sagen können, ob die in der EU bleiben wollen oder nicht. Hätte er nicht machen müssen, macht er aber, weil er fühlt sich in Bedrängnis, weil seine eigene Partei über dieses Thema höchst umstritten ist. Und auch am Rande gibt es UKIP, die Partei, die auf alle Fälle Großbritannien raushaben will. In dieser Situation sagt David Cameron, okay, wir machen diese Volksabstimmung. Und zweitens kam diese Bedrohung gegenüber Frau Merkel vor 2 Wochen. Vorziehen müssen und dass dann Großbritannien austritt. In solch einer Lage befindet sich. Also ich meine, die Aussichten für England sind nicht gut. Also in 2-3 Jahren könnte es nur England geben. Alleine. Es geht ja auch eben um Schottland. Ja, Schottland würde noch. Wales würde. Bleibt Cameron da tatsächlich momentan fast gar nichts anderes übrig, als sich so zu verhalten? Ich denke, er hätte nichts so weit vorpreschen müssen. Aha. Aber das hat er gemacht, um Flagge zu zeigen für Großbritannien. Nein, für sich und seine Position, seiner Partei. Das hat mit Großbritannien nichts zu tun. Aber das ist die Frage, wie sehr stehen aber die Bürger dahinter? Wenn man also in oder Betracht zieht, dass die Labour Party auch die gegen Juncker will, politisch zumindest. Ob die meisten Briten wirklich aus der EU austreten wollen, das glaube ich eigentlich nicht. Aber er hat doch einen Automatismus selbst in Gang gesetzt. Er hat sich auf die hohe Skeptik in seiner Partei eingelassen, um selbst Chef zu werden. Ja. Die treiben ihn vor sich völlig her. Ihre Meinung, und, und er geht immer weiter und bringt sich immer mehr selbst. Also wenn man in einem Loch sitzt, soll man aufhören zu graben. Ja. Und das... Ich denke, die Leute. Das wäre, glaube ich, das Sinnvollste. Und es kann doch jetzt nicht sein, dass diese innerparteiliche Agenda, die zu einer gesamtbritischen politischen Agenda wird, von den anderen 27 Mitgliedsländern als die tragende für sie selbst gesehen werden. Geht es aber nicht tatsächlich meist um Innenpolitik in diesen Fällen? Nein. Macht da nicht auch Merkel Innenpolitik? Ich mache, dass wir jetzt versuchen, das alte Europa ein Stück zu beerdigen, vom Eliten-Europa wegzubringen und über solche Instrumente zu einem Bürger-Europa zu machen. Okay. Das ist dieses gerade das neue Europa, was wir wollen. Genau. Das Konzept neue Europa, ist wunderbar. Während Cameron für das alte Europa steht in den Verfahren. Und das muss man, glaube ich, sehen. Und wenn er sagt, dann treten wir aus, dann bringt er sich in eine Zwangslage hinein, wo er nicht mehr zurück kann. Er isoliert sich. Genauso wie er das beim Fiscal Compact, beim Fiskalvertrag gemacht hat, wo heute Großbritannien allein steht. 27 Länder, auch die Tschechen haben unterschrieben. Es ist immer eine taktische Fehlleistung, so voranzumarschieren. Man fragt, ich teile es insofern, dass in der Tat immer wieder
Herr Cameron und die Tories auf die Forderungen, die ja letztlich endlos sind, der Gegner der europäischen Einigung eingegangen ist. In der Finanzmarktregulierung haben wir das auch gesehen, wo er erst ein Sonderstatut wollte für Großbritannien, was aber in einem Binnenmarkt nicht geht. Und ich glaube, Großbritannien steht vor einer Entscheidung, die schwierig ist. Ihnen ist über Jahre von vielen immer verkauft worden, sie sind einem Markt beigetreten. Tatsächlich sind sie einem politischen Projekt beigetreten. Und dass ein Markt eben gleichzeitig einen sozialen und ökologischen und demokratischen Rahmen braucht, das ist das, was viele Britinnen und Briten, ich habe das und ich war sehr stolz auf die Grüne Partei in Großbritannien, weil die haben Wahlkampf gemacht, übrigens für Europa, aber für ein Europa, das sich demokratisch, sozial und ökologisch verändert. Und das ist genau die Botschaft, die wir, glaube ich, brauchen gegenüber den Euroskeptikern. Statt zurückzuweichen und zu sagen, wir machen jetzt wieder mehr intergouvernemental und wieder mehr im Hinterzimmer, damit die nationalen Regierungen mehr reden, ist es ein Europa der Bürger. Und ein Europa, das sich verändern muss, um eben auch die Enttäuschten mitzunehmen. Nicht einfach die Enttäuschten in die Ecke zu stellen, sondern mit einem entsprechenden Reformprogramm voranzutreten. Und da gab es dann in der Wahl in der Tat diese Option, die ich als sehr erfrischend empfunden habe. Und genau das ist, was so wichtig ist, dass das auch als Signal bleibt. Wir können nicht jetzt beim Verfahren Ländern ignorieren. Das wäre ein großer Jetzt Fehler. Jetzt konzentriert sich momentan vieles auf Großbritannien. Das ist ein Part in diesem ganzen Spiel, ja, würde ich mal sagen. Ein großer Part, der natürlich jetzt momentan auch sehr nach vorne rückt. Aber da fragt man sich natürlich, jeder will da für sich was rausziehen. Was könnte denn für Cameron oder für Großbritannien ein Kompromiss sein? Zu sagen, gut, ihr bleibt dabei, wir finden eine Lösung. Ja, ich denke, wie Herr Brok eben gesagt hat, dass man sich auf Inhalte konzentriert und also das Thema Wettbewerbsfähigkeit aufgreift und ein Paket zusammenschnürt, wobei kann man nicht absolut das Gesicht verliert. Aber es wird, weil er sich so weit rausgelehnt hat, irgendwie britische Interessen bedienen, das ist ja klar, das sind Pakethandlungen, ja, aber es wird dann schon zum Problem zu sagen, wie einseitig wird denn jetzt die Agendasetzung, wenn wir sagen Wettbewerbsfähigkeit, das sind ja alles so Codewörter, die natürlich dann auch bestimmte Debatten bedienen. Die andere Frage ist die, die Herr Giegold eben aufgeworfen hat, wie stellen wir sicher, dass wir das, was wir jetzt im Grunde ja auch mit neuen Wörtern besetzen, ja, es ist jetzt mehrfach hier in dieser Sendung gekommen, Europa der Bürger, souverän, Demokratie und so weiter, das sind übrigens neue Vokabeln, mit denen wir dieses europäische Projekt jetzt auch mal bezeichnen. Wir haben immer von Integration gesprochen, mehr oder weniger. Das heißt, wir verschieben jetzt auch eine Debatte, in der es um die institutionelle Ausgestaltung in Richtung Demokratie geht, bürgernäher, ökonomischer, sozialer und so weiter. Und das kann man dann nicht, und deswegen ist die britische alles nur unter dem Begriff Wettbewerbsfähigkeit immer abspeichern. Ja, da gehören einfach neue Vokabeln jetzt auf den Tisch. Und das ist ein bisschen das Gefühl, wo ich das Gefühl habe, die Briten hängen sich da auch an alte Vokabeln, die immer nur Entbürokratisierung, Wettbewerbsfähigkeit und die alten Schlagwörter sind. Damit haben wir das neue Europa noch nicht gestaltet. Aber dann warum ist Frau Merkel, die unterstützt also dieses Vorhaben auch? Naja, das wissen wir doch. Frau Merkel muss natürlich erstmal sowieso ausbalancieren. Keiner will ja auch die Briten verprellen. Also wir haben doch alle Interesse, dass die Briten in Europa bleiben. Das steht ja gar nicht zur Diskussion. Und natürlich, wie Herr Brok eben gesagt hat, versuchen wir jetzt Herrn Cameron irgendwo entgegenzukommen. Ja, das ist doch klar von Frau Merkel. Aber es muss ja sein, dass mit Cameron, man kann über Wettbewerbsfähigkeit reden. Auch ich bin der Auffassung, was wir nicht Bürokratie abbaut tatsächlich. Da wären Sie d'accord. Herr Brok? Bitte? Da wären Sie d'accord, Bürokratieabbau, was ja eine Forderung ist. Ja, das sind wir doch alle, dafür in all unseren Programmen drin gestanden. Mhm. Ist doch alles kein Problem bei dem Bereich. Ich meine, übrigens müssen wir nicht mehr Bürokratie abbauen in Brüssel, als wir in Berlin abbauen müssen. Aber dass wir vieles dieser Dinge uns anschauen müssen, ist doch völlig klar. Wir haben 25 Jahre Revolution gehabt. Wir haben in 25 Jahren eine Währungsunion gemacht, einen Binnenmarkt gemacht und eine Erweiterung der Europäischen Union durch die Ereignisse von 89, 90, die nicht im Plan war. Und dass man jetzt eine Phase der Konsolidierung braucht, damit das Ganze funktioniert, ist ja, glaube ich, selbstverständlich. Aber ich habe wiederum recht, es ist nicht nur eine ökonomische Veranstaltung. Mhm. Es steht im Vertrag drin, dass die Lebensverhältnisse der Europäer angeglichen werden müssen. Mhm.
Strukturfonds. Wir haben jedes Jahr für benachteiligte Gebiete und Gruppen unserer Gesellschaft 40 Milliarden Euro Umverteilung der Europäischen Union aus dem Haushalt. Und das ist die größte freiwillige Umverteilung zwischen Nationen, die es jemals gegeben hat. Marshallplan insgesamt ist ein Klacks dagegen gewesen, was wir jährlich machen im Bereich. Das muss effizienter gemacht werden. Da ist zu viel Unsinn gemacht worden. Da müssen wir kleinere und mittlere Unternehmen, Jugendarbeitslosigkeit stärker zu machen. Schon, ja. Jugendarbeitslosigkeit ist vor allem eben in den südlichen Ländern ein großes Thema, in Italien, in Portugal, in Spanien. Aber in Deutschland sind tatsächlich andere Interessen. Wir haben die Interessen von Großbritannien gehört. Aber wenn man hier schaut, ist es Merkel vor allem wichtig, ihrer Parteichefin, die wir ja haben in Europa. Und wir müssen jetzt sehen, nachdem in den südlichen Ländern das ja aufwärts geht, oder auch Irland, wir müssen sehen, dass nach der OECD-Statistik von 38 Ländern, die überprüft worden sind, 5 Länder an erster Stelle liegen. Nämlich Irland, Portugal, Spanien, Estland und Griechenland als Aufbaubedingungen für bessere Wettbewerbsfähigkeit nächstes Jahr. Ein fantastisches Ergebnis, das reicht noch nicht. Und wir müssen das jetzt aber koppeln, diese Strukturveränderung und fiskale Solidität mit mehr Ansätzen zu Wachstum. Nicht, dass der dritte Punkt, mehr Wachstum, fehlt. Und wie wir das machen können, ohne die anderen beiden. Der sagt, bei den Schulden sollen Investitionen nicht mitgerechnet werden. Aber da sehen wir eben ja die Problematik, die auch Themen, die wir zu diskutieren. Bei 28 Nein, das ist auch in Deutschland so. Das sind dieselben Debatten. Ich war ja selbst Mitglied des CDU-Teams bei den Koalitionsverhandlungen, die wir Stunden und Stunden lang bei den Koalitionsverhandlungen gehabt haben. Das ist das Normalste der Welt, dass man, wenn mehrere sich zusammenschließen wollen, um eine Lösung zu finden, dieses aushandeln muss, dass jeder, der da mitmacht, das Gefühl hat, dass seine wesentlichen Punkte damit berücksichtigt werden. Also europäische Koalitionsverhandlungen. Naja, also die kommen jetzt natürlich aber ohne feste Koalition, sondern aber natürlich wird jetzt über die Inhalte der Kommission geredet. Das wird, glaube ich, nicht ändern, dass es im Europaparlament freier zugeht in den, oh Gott sei Dank, ja. Regierungserklärung der Kanzlerin gehört hat, ist, CDU hat sich in der Europapolitik 1:1 durchgesetzt. Und die Regierungserklärung der Kanzlerin, da war vom sozialen Europa nicht die Rede. Sie hat die Agenda Wettbewerbsfähigkeit, Freihandel ohne soziale, ökologische Beschränkungen, ohne demokratische Grenzen. Ich glaube, Sie haben weder den Koalitionsvertrag gelesen, noch das CDU-Programm gelesen. Ich habe beides sehr genau gelesen, Herr Brok. Genau feststellen, und ich habe das so sehr, nicht ist. Und sehr viele wissenschaftliche Beobachter haben sich das angeguckt und sind zum gleichen Ergebnis gekommen. Der Koalitionsvertrag spricht in der Europapolitik sehr stark die CDU-CSU-Sprache, genau diese Sprache Wettbewerbsfähigkeit, Konsolidierung. Da ist wenig die Rede von Maßnahmen, um die jugendlichen Arbeitslosen aus den Problemen zu bringen. Wenig konkrete Maßnahmen. Es ist auch nichts groß drin, was konkret die Investitionen Erklärung haben Sie auch keine Investitionsoffensive, die jetzt hilft, dass die Menschen uns in Frankreich, in Spanien, in Italien nicht von der europäischen Fahne gehen. Aber wie sollen wir diese Staaten zusammenfinden? Das ist aus meiner Sicht ist es so, dass wir für die, dass es richtig ist, Europa braucht wettbewerbsfähige Industrie. Es reicht aber nicht aus, zu sagen, dass alle Strukturreformen machen müssen. Strukturreformen sind wichtig, aber das reicht nicht, sondern wir brauchen gleichzeitig in die Zukunftsindustrien europäische Gemeinschaftsanstrengungen, in den Klimaschutz, in erneuerbare Energien, in Bildung, in Forschung und Entwicklung, die weit größer sind als bisher. Solche Anstrengungen stehen nicht im Koalitionsvertrag, standen nicht in der Regierungserklärung von Frau Merkel, war nicht die Rede von welche Themen man setzen möchte. Wenn man das ergänzen möchte um einen Satz nur, ja, aber diese Politiken, diese europäischen Begleitpolitik müssen einfach transnational sein. Das ist nämlich genau das Schlüsselwort. Und deswegen ist ein deutscher Koalitionsvertrag nicht ausreichend und eine französische und so weiter. Können das europäische Koalitionsvertrag? Genau, aber wenn Ihre Frage ist, wie bringen wir die Staaten hier zusammen, ist das die falsche Frage. Die richtige Frage ist, wie bringen wir die Bürger hier zusammen? Denn es geht darum, dass wir ein starkes europäisches Parlament haben, aus dem jetzt nämlich ein Regierungspräsident oder ein Kommissionspräsident gewählt wird, der dann eben mit dieser Mehrheit, also einer
einer bürgerbasierenden Mehrheit Politikkonzepte machen kann, die transnational europäische Wirkungsmächtigkeit entfalten. Aber liegt dort eben nicht das Problem, dass es momentan ist es eben auf Regierungs- und Staatsebene, der Bürger hat gerade eigentlich nicht mehr viel zu melden. Das ist genau das Problem, aber deswegen Staaten reden, die gegeneinander irgendwas wollen und schon gar nicht von Staaten, die auch in ihrer Wettbewerbspolitik so aufgestellt werden. Aber so ist es momentan, Herr Punkt. Das ist genau, ich will den Punkt nur noch mal machen dürfen. Das ist genau der Punkt. Im Moment haben wir ein Konzept, wo wir sagen, die Staaten auch im Blick auf Wettbewerbsfähigkeit treten gegeneinander an, wie damals in der deutschen Werbung diese Duracell-Häschen. Ja, und dann wundert man sich, dass Deutschland die dickste Batterie hat. Aber es geht nicht darum. Es geht darum, dass wir in der Tat transnationale Wettbewerbsfähigkeitspolitiken machen, wo auch in Clustern gedacht wird, in europäischen Clustern von Industrie, wo man sehr schnell sehen kann, dass die Automobilindustrie, das ist der deutsche Süden mit Norditalien, mit Slowenien und so weiter, und dass wir da Innovationskonzepte haben, die tatsächlich transnational veranlagt sind, anstatt immer nur zu messen, hat jetzt Griechenland Exporterfolg oder Spanien ein bisschen besser und so weiter und so fort. Und Europa und damit Demokratie und damit auch europäische Gestaltungsmächtigkeit schaffen würden. Herr Bruch, Sie wollten eben auf Herrn Giegold antworten. Es ist jetzt zwei, drei Minuten her, aber ich denke, es brodelt. Ich werde ihm noch mal eine Luxusausgabe des Koalitionsvertrags schenken. Oh, da freue ich mich. In Leder gebunden. Ich habe ihn schon aus Rot-Gold und gelesen. Besonders viel Rot drin. Ich will das nur einem Beispiel deutlich machen, warum Strukturveränderungen notwendig sind und die Geld allein es nicht macht. Klar. In Spanien haben wir heute 60% Jugendarbeitslosigkeit. Selbst in wirtschaftlich besten Zeiten hatten wir in Spanien über 30% Jugendarbeitslosigkeit. Das heißt, hier stimmt die Struktur in der Berufsausbildung nicht. Das heißt, die und Spanien in dieser Frage ja laufen seit 2 Jahren, sind die ersten Ansatzpunkte dafür. Wenn Sie ein falsches Struktur haben, können Sie so viel Geld hineinkippen, wie Sie wollen. Es wird nicht besser. Sie können das Geld dann gleich in den Rhein hineinkippen. Und es ist weg. Und ich meine, dass aus diesem Grunde heraus wir deutlich machen müssen, die Strukturfonds sind existenziell, aber ich stimme Frau Giro ausdrücklich zu. Hier müssen die Dinge zusammengeführt werden. Wir haben in unserem Programm einen Punkt, den Zusammenhang sehr breit dargestellt. Das ist die Frage der IT-Industrie, wo wir als Europäer nicht mehr, unter den 15 größten dieser Erde ist kein europäisches Unternehmen mehr. Müssen wir nicht so etwas gemeinsam machen, wie wir das mit Airbus gemacht haben? Europäisches Breitband. Ein europäisches Projekt machen. Genau. Das steht in unserem Programm drin. Diese Dinge müssen wir voranzutreiben, um auf diese Art und Weise Schwierigkeit, diese Institution überhaupt zusammenzubekommen. Wie schätzen Sie diese Machtkämpfe ein? Da sehe ich eben die Problematik, dass momentan da einfach heftige Machtkämpfe herrschen. Also ich glaube, das war und diese Inhalte eben in den Hintergrund rücken mal wieder. Ich glaube, letztlich geht es natürlich um beides. Und mir ist wichtig, dass wir jetzt über die Inhalte anfangen zu sprechen. Weil ich glaube, dass es an der Stelle erstmal zwischen den Machtkämpfen so ist. Das Europaparlament hat sich immer wieder ein Mehr an Rechten erkämpft. Und darauf kann das Parlament auch stolz sein. Ich glaube, das ist ganz wichtig dafür, dass Europa nicht letztlich völlig als Technokratenverein gilt, sondern nach und nach eine europäische Demokratie baut, dass das Europaparlament das weiter tut. Und da gibt es eine Europäern eine Übereinstimmung gibt, dass wir nämlich gemeinsame große Projekte brauchen, die Europa auch Identität schaffen können. Und bisher hat das in der Krisenpolitik eben nicht stattgefunden. Wir haben keine großen identitätsstiftenden Projekte gestartet, sondern es galt das Diktat sozusagen, jeder muss seinen Laden in Ordnung bringen. Ich gebe recht, dass man natürlich Strukturveränderungen macht. Ich habe auch nicht dagegen geredet, dass man in Spanien im Arbeitsmarkt Dinge verändert hat. Aber ich bin zum Beispiel dagegen, wenn man die Tarifautonomie in anderen Ländern beschneidet. Und das gehört auch dazu, das zu sagen, was das in mehreren Ländern passiert ist. Natürlich, das hat gerade die Internationale Arbeitsorganisation genauso wie der Europäische Gewerkschaftsbund scharf kritisiert, dass im Rahmen der Reformprogramme in mehreren Ländern die Tarifautonomie praktisch eingeschränkt wurde.
Klimaschutz, einem europäischen Energiesystem auf Basis erneuerbarer Energien. Das sind Projekte, wo alle in Europa etwas von hätten und ganz besonders die Krisenländer zusätzliche Investitionen bekämen. Und wenn man das noch sagen darf, aber es geht viel weniger um Land-zu-Land-Vergleiche. Ja? Die eigentlichen Strukturprobleme Europas, wenn man sich die europäische Landkarte anguckt, sind ein Zentrum-Peripherie-Problem, wo die Peripherie immer schwächer ist als das Zentrum. Nordfinnland übrigens ebenso wie Süditalien. Und das zweite ist, und zwar für alle Länder, ein Land-Stadt-Gefälle. Mhm. Ja? Das gilt auch für Hessen und Brandenburg und das gilt auch für Radesch und Paris. Wir reden immer nur von Ländervergleichen, als wenn es ein vermeintlich starkes Deutschland und ein vermeintlich schwaches Griechenland gibt. De facto gibt es eine Zentrum-Peripherie-Gefälle. Und dabei nicht so unbedingt entlang der Landesgrenzen gehen. Das wäre die kluge Politik, die wir ein erstarktes europäisches Parlament bekommen würden. Herr Petersen, erst Ende Juni wird es, um einmal davon jetzt wegzukommen und nochmal auf den Kommissionspräsidenten zu blicken, ein EU-Gipfel geben. Sie haben gesagt, man kann eben nicht in einigen Wochen mal kurz was bestimmen. Das dauert einfach alles. Mitte Juli will dann das neue EU-Parlament, das dann mittlerweile auch zusammensitzt, den Kommissionspräsidenten wählen. Glauben Sie, am Ende kann es wirklich Juncker sein? Es kann Juncker sein. Mhm. Ja. Aber ich glaube nicht, dass es wird. Ja. Ich glaube, wer könnte es denn werden? Ich habe hier eine Liste mit Alternativen sozusagen. Die musste ich mir ausdrucken, weil es so viele sind. Da stehen locker mal 10 Namen drauf. Helle Thorning-Schmidt, Dänemarks Minister. Um noch eine Frau zu nennen, Christine Lagarde. Die hat schon abgelehnt. Aber wäre sie eine, die in Frage gekommen die Frage wäre? Hat sich Rübig, sie will nicht mehr. Nee. Und sie hat auch keine Mehrheit im Europäischen Parlament. So einfach ist das. Ja. Und wir haben eben den Schweden, der gestern sozusagen der Kapitän war mit seinem Boot. Er war der Ruderer. Der Motor. Käme er in Frage? Nein. Ich glaube, dass die Grünen, die Sozialdemokraten im Europäischen Parlament Friedrich Reinfeldt nicht wählen würden. Halte ich für völlig ausgeschlossen. Es wird kein nordeuropäischer Neoliberaler. So sehr ich Friedrich Reinfeldt schätze. Und deswegen ist das einfach, engt es sich ein. Das Parlament wählt es jetzt. Sie können vorschlagen, wen Sie wollen. Wenn Parlament keine Mehrheit gibt, wird es nicht. Gemacht, die heute im Vertrag stehen. Mhm. Das war mein Antrag zu einer 2002 im Verfassungskonvent. Und das war der Streit mit Giscard, der sagte, der muss benannt werden vom Rat. Mhm. Und ich habe gesagt, nein, der muss vom Parlament gewählt werden. Das hin und her. Und die Formulierung ist jetzt, der Europäische Rat schlägt vor mit Mehrheit, kein Veto mehr, im Licht des Ergebnisses der Europawahl und nach Konsultation des Europäischen Parlaments. Mhm. Und der Ratspräsident muss mit den Fraktionsvorsitzenden debattieren. Da wird es um Personen gehen und da wird es um Inhalte gehen. Und um Paketlösungen. Also das wurde schon gesagt. Ja. Und daraus kommt dann der Vorschlag. Und wir sagen, wenn die politischen Familien Spitzenkandidaten anbieten, da würde der Bundestag den nicht wählen. Es gibt auch noch ein wichtiges Element. Ja, genau. Jenseits der vertraglichen Seite haben ja alle proeuropäischen Parteifamilien gemeinsame Spitzenkandidaten benannt. Die europäischen Christdemokraten haben das in Dublin getan, die Sozialdemokraten haben es gemacht, die Liberalen, die Grünen. Aber ganz ehrlich, das Problem von Herrn Cameron ist, dass seine Parteifamilie eben keinen Spitzenkandidat aufgestellt hat. Alle anderen haben es getan. Und praktisch alle Ministerpräsidenten und Staatschefs gehören einer dieser Parteifamilien. Und deshalb ist es auch überhaupt nicht nachvollziehbar, dass Frau Merkel erst gewackelt hat. Weil sie hat selber mit ihrer Parteifamilie dieses Verfahren mitlegitimiert. Und jetzt müssen wir uns alle auch die Regeln sind nicht ganz deutlich. Ja, keiner weiß, wer die Oberhand hat in dieser Debatte.
Das ist das Problem, sonst würde es keine Gezerre geben. Mhm. Und das wird sich in der nächsten Zeit klären. Und ich denke, das nächste Mal muss, wenn man so weiter verfährt, muss also diese Spitzenkandidatgeschichte beim Wähler ankommen. Ist nicht beim Wähler ankommen, zumindest nicht in Großbritannien. Ja, aber das also ist muss bei allen Wählern ankommen. Der Cameron hat seine Partei aus den innerparteilichen Gründen aus der EVP-Fraktion herausgezogen. Mhm. Aber die Selbstisolierung der britischen Tories dürfen noch nicht dazu führen, dass die europäische Agenda verändert wird. Das ist doch das Problem der Tories. Ja. Oder die Frage ist, ist es tatsächlich möglich, warum müssen das alle sein? Ja, es steht im Vertrag eine qualifizierte Mehrheit. Mhm. Es geht nicht darum, dass irgendein Land oder irgendjemand ein Vetorecht hat. Aber wir haben doch gesehen an diesem Verfahren. Aber es gibt eben die Möglichkeit, dass Großbritannien sagt, dann steige ich aus. Das ist ja der Verbund, um den es geht. Theoretisch. Ja, das wollen wir mal machen. Ja, also das möchte noch sehen. Wer sein Land wegen einer Personalie aus der Europäischen Union herausführt, wird zur Witzfigur der Geschichte. Das möchten wir noch mal sehen. Ja, also insofern sind die Briten glauben, dass sie mehr Leverage haben oder mehr Hebel, als sie, glaube ich, haben. Das hören die nicht so gerne, aber lassen wir das mal. Was würde passieren, wenn Großbritannien aussteigen würde? Naja, also ich glaube nicht, dass die Briten austreten. Das würde auch eine Reihe von wirtschaftlichen und rechtlichen Problemen verursachen. Also ich meine, dass die britische Debatte die Briten eigentlich mitbekommen. Die Eurozone dominiert ihren Finanzplatz. Das Land lebt vom Finanzplatz London, aber sie haben in der Finanzregulierung nichts zu sagen. Das macht für dieses Land ein Problem. Das heißt, de facto sind die in so einer halb ohnmächtigen... Sie sind der Mitgesetzgeber da. Bitte? Ja, bei der Finanzmarktregulierung. Okay, aber sie sind halt nicht im Euro und das schafft eben ein Problem, dass sie das Gefühl haben, dass maßgebliche sozusagen Schwerkräfte in Brüssel oder in Frankfurt entschieden werden, wo sie nicht drin sind, aber die dem Land massiv wirkungsmächtig sind. Bitte, ich denke nur, lassen Sie ihn auch mal zu Wort kommen. Europa hat in Großbritannien eigentlich gar nicht richtig stattgefunden. Beispiel Schottland. Cameron, die Tories haben argumentiert, was die Schotten verlieren würden, wenn sie austreten, wenn sie aus der Union. Das gleiche Argument könnten die Tories auch Labour machen mit Europa. Ich kann nur eins sagen, ich persönlich, ich habe in Großbritannien studiert und ich verdanke Großbritannien unheimlich viel auch in meiner Ausbildung und ich fände das extrem schmerzlich, wenn Großbritannien den Weg aus der EU herausgehen würde. Ich finde umgekehrt, nur muss man auch klar sagen und wenn die britischen Grünen mich dazu einladen, werde ich das dort rauf und runter erklären, wenn es diese Debatten gibt. Die Gefahr ist ja, dass Großbritannien will ja weiter Teil des Marktes sein und dann wird es die Regeln akzeptieren müssen, die wir praktisch beschließen. Moment habe ich so erlebt, die britischen Abgeordneten sind sehr aktiv, auch in den Gesetzgebungsprozessen. Es ist nicht so, dass Großbritannien stimmlos wäre. Das gilt auch übrigens nicht im Rat. Man darf sich nur nicht immer sozusagen auf die Schleimspur der Populisten begeben. Und das ist zu oft. Wäre das der Anfang vom Ende der Europäischen Union, auch wenn sich das jetzt sehr groß anhört, aber wenn da eben ein Land sagt, ich will nicht mehr, oder die Bürger des Landes sagen, ich will nicht mehr? Ich denke, das wäre zumindest ein furchtbares Signal also für Europa. Und ich persönlich hoffe, dass es nicht stattfindet. Mhm. Und wir haben schon vorher with the Common Market eine Meinungsumfrage gehabt in den 70er Jahren. Mhm. Und die haben dafür gestimmt. Ich hoffe, das wiederholt sich. Ich bin selbst als 2017, Jungunionmann 1975 bei der Demonstration durch London für die Mitgliedschaft der Europäischen Union in derselben Reihe mit Margaret Thatcher marschiert. letzten 10 Jahren gewesen. Ich danke Ihnen recht herzlich für diese sehr engagierte Diskussion hier in der Phoenix-Runde.
Ihnen danke ich ganz herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen Abend wieder. Dann widmen wir uns dem syrischen Krieg, der uns immer noch weiter beschäftigt, mit vielen, vielen Toten, mit vielen Flüchtlingen, die hier nach Deutschland kommen wollen, um ja, hier in Sicherheit zu leben. Das ist also unser Thema morgen in der Phoenix-Runde um 22:15 Uhr. Einen guten Abend. Tschüss. Ja, danke.